Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von BioPro. Es ist soweit, hier im Wells Fargo Center beginnen die Playoffs für die Philadelphia Flyers und auch für die Pittsburgh Penguins. Pittsburgh mit Ach und Krach in diese Playoffs mit eingezogen. Letztes Spiel gegen Toronto, zwar mit 2:3 verloren, 15 Sekunden vor Schluss macht Anderson den 3:2 Treffer. Johnson den 3:2 Treffer. Am Ende hat es gereicht. Dadurch, dass auch Ottawa ihr Spiel verloren hat. Und heute gibt es das erste von maximal 7 Playoff-Spielen in dieser Runde 1. Pittsburgh trifft auf die Philadelphia Flyers. Battle of Pennsylvania, genauso ist es, Rosendorf. Und hier ist wirklich der Baum am Brennen. Sean Gossespierre, die Nummer 53 im Fokus der Philadelphia Flyers. Und natürlich wollen die Flyers zum Playoff-Auftakt den Sieg auf heimischem Eis. Carter Hart, der hier eine ganz andere Statistik hat wie in Wirklichkeit. 7 Spiele, 7 Siege für den jungen Carter Hart im Dress der Philadelphia Flyers. Macht in Wirklichkeit unfassbar gute Arbeit. Und heute wollen wir ihm auf jeden Fall Einzeit schenken. Eine Stadt in Idaho oder Wyoming, sagt mir jetzt auch gerade auf Anhieb nichts. Also, rein geht's in diese Playoffs. Da sehen wir es auf dem Eis. Und wir sind verletzt. Das wär's jetzt. Erster Check. Playoffs vorbei. Barkov. Mache ich auf jeden Fall, wenn es ernst wird, Tiff. Wenn die Spiele ernst werden, dann ziehe ich immer die Alternate-Jerseys an. Das ist so mein Ding. Boah, Leute. Beschwör es nicht herauf, Bloody. Nein, das will ich nicht. Matt Murray mit dem Safe. So, etwas mehr als eine Viertelstunde noch. Im ersten Durchgang, Gossespierre, Barkov, Karlsson, Kessel. Philadelphia kommt hier mit wirklich einem unfassbar genialen Kader rein. Und Matt Murray mit dem Save. Let's go. Willkommen zurück, Blackhawk. Meins ist auch leer. Müsste auch mal mein Getränk wieder auffüllen nach der Partie. Hoffman. Auch Pittsburgh, aber mit einem sehr guten Kader. Und Strafzeit gegen Philadelphia. Erste Möglichkeit in Überzahl für die Gäste aus Pittsburgh. Und heute ein Sieg für Pittsburgh. Und wir könnten das Heimrecht entführen. Zwei Spiele werden gespielt in Philadelphia. Danach werden zwei Spiele in Pittsburgh gespielt. Und sollten dann weitere Spiele nötig sein, werden im Wechsel maximal 7 Spiele ausgetragen. Bis einer 4 Siege hat, dann geht's weiter in die Conference Finals oder auch in Runde 2. Sei dir gegönnt, Blackhawk. Erhol dich gut. Erstes Mal Playoffs für Blattmann seit seinem Beginn der NHL-Karriere. Und die Villa natürlich auf jeden Fall für sich entscheiden. Unfassbar geil. Unfassbar geil, FIFO. Wahnsinn. Alle Pakete, alle Pucks, alle Päckchen, egal was. Das ist schon unfassbar. Boah! Gute Möglichkeit. Derek Forbort. Und dann der Stockfehler und Adrian Kempe. Viele Spieler der Los Angeles Kings hier in Diensten der Philadelphia Flyers. Adrian Kempe, Derek Forbort, alle ehemaligen Spieler der Los Angeles Kings. Runden den Kader.
der Pittsburgh Penguins ab. Schade. Ich will heute natürlich mein erstes Playoff-Tor erzielen. Wow, Matt Murray. Servus, Wohlfahrt. Wunderschönen guten Tag. Guten Abend. Bin wach. Schau nebenbei Fußball, gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. Herr Oilers-Fan. Komm jetzt, günstig, Tor! Führung Pittsburgh. Gute Besserung auch an dich, FIFO. Da ist es. Die Führung durch Jack Günzel für Pittsburgh. Puh. Guter Anfang. Sehr guter Beginn. Back am Stissel. Willkommen zurück, Werner. Jedoch, so ist es. Genau so ist es. Schmidt. Nächste Chance. Barkov und Kerse. Mazin. Günze. Kerse, Vorsicht, viel Pass da im Aufbau von Pittsburgh. Nate Schmidt auf Mike Hoffman. Sehr schön gekämpft hier um die Scheibe. Mazin auf Sprong, der gibt weiter auf Crosby, der in die Mitte rein, oh, mit der Fangart noch dran, Carter Hart, auch hier wieder ein schöner Check, oh, wunderbar gegen Gosses Bier, keine Strafe angezeigt, Open Ice Hit, und man merkt, erst ist Playoff Time, hier wird um jeden Zentimeter Eis gekämpft, Daniel Sprong. Sanheim auf Voracek. Leider nein, Buffalo-Fan. Ich war schon im Staples Center in Los Angeles, aber da war ich im August. Und da war leider keine NHL. Ist auch mal doch ein mega Traum. Aber der wird noch ein wenig dauern. Erstes Drittel vorbei, 1-0 für Pittsburgh. Es ist das erste Spiel, Berner TV. Genauso ist es, Blackhawk. Oh, wieder ein schöner Hit. Also auch physisch. Blattmann heute sehr, sehr aktiv. Und wieder geblockt. Sehr schön von der Verteidigung der Flyers. Komm schon, Sprong mit der Möglichkeit. Crosby, Pfosten. Ist klar, Altauer. Ist klar. Spendenziel 25.000 Euro. Jedes Mal hinfliegen, jedes Mal zurückfliegen. Nee, danke. Das wäre es mir nicht wert. Ich bin dieses Jahr wirklich in der Planung für die DEL Stadion Series. Dass wir da über jedes Stadion ein Vlog machen können. Das ist der Plan und das reicht erstmal vollkommen. Genauso ist es, Rosendorf. Ich habe einen Wecker. Alter, war ein geiler Typ, ey. Aber nö. Irgendwann mal will ich nach Los Angeles und will da mal ein Spiel der Kings anschauen. Aber das ist im Moment nicht das Thema. Im Moment sind wir, wie gesagt, an der Planung dran für die DEL Stadion-Tour. Dass wir da mal überall vorbeischauen können, dass wir auch mal die Möglichkeit haben, euch Abonnenten zu treffen. Und von dem her, das ist schon ordentlich genug. Spendenziel Owner der Kings. Das passt da unten aber nicht rein an die DSC. Da kannst du ein paar Millionen hinlegen. Im dreistelligen Millionenbereich, da
Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nie schaffen. Powerplay, Philadelphia. Rosendorf. Auch wenn du recht hast, will ich das nicht hören. Aber du hast vollkommen recht. Düsseldorf willkommen, genau. Habe ich vorhin schon in die Kamera gezeigt. Da sind die Karten. Ich habe sie ausgedruckt heute. 1.3. kann also kommen. Sind nicht mal mehr 4 Wochen, Rosendorf. Wenn ich im Herbst noch in Augsburg bin? Diff, diff, diff. Tu mal was ins Phrasenschwein. Jetzt wollen sie es aber wissen. Bisher haben wir noch fast jedes... Wir haben doch jedes Spendenziel erreicht. Rosendorf, oder? Kann ich mich an ein Spendenziel erinnern, was nicht erreicht wurde? Ich meine nicht. Oh, Matt Murray mit Riesenglück. So, willkommen zurück, Flode. Sehr geil, Blackhawk, da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns mega wirklich auf diese Stadionserie. Okay. Okay. Sei dir gegönnt. Ich drück dir die Daumen, Blackhawk. Dass das so wird, wie du dir das vorstellst. Und das ist halt im Endeffekt der Vorteil, wenn man da nicht so gebunden ist, oder? Aber bis Herbst ist noch lange hin und wenn du woanders bist, ist da vielleicht auch ein Standort der DEL in der Nähe, dass wir uns trotzdem sehen können. Von dem her lassen wir das mal ganz easy, locker, flockig auf uns zukommen, oder? Und wieder Matt Murray, wieder Matt Murray. Schnelle Scheibe auf Jukstert. Das ist utopisch, FIFO. Das ist ja nicht nur damit geplant, indem man sagt, okay, wir haben die finanziellen Mittel dazu, sondern das wäre Urlaub, das ist Visa oder halt dieses Elstern. Das ist eine ganz andere Planung, das wird niemals passieren. Das ist utopisch, das würde ich auch nicht wollen, weil was habt ihr davon, wenn wir in die USA fliegen zu einem NHL-Spiel? Da habt ihr nichts von. Bei der DEL-Stadion-Tour hat jeder die Möglichkeit, uns zu treffen. Aber in der NHL, das würde ich nicht machen. Das ist nicht meins. Würde ich nicht machen. Jetzt geht das wieder los. Schönste Stadion hier, schönste Stadion da. Eine gute Frage, das habe ich damals durchs NHL-Spielen so entdeckt. Wie kommt man zu einer NHL-Mannschaft? Nicht, weil ich da war, sondern einfach, weil mir die Kings damals mit den lilanen Trikots, mit dem Logo, die haben mir richtig gut gefallen. Los Angeles mochte ich schon immer und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, Buffalo-Fan. Danke auf jeden Fall, wird dir eine Reise gönnen, bis top. Vielen, vielen lieben Dank, aber das würde ich nicht machen wollen. Genauso ist es, Rosendorf. Dein Sub ist abgelaufen, FIFO, deshalb ist das Logo nicht mehr da. Ja, Hoffenheimer, erstes Spiel der Playoffs heute. Müssen, Wohlfahrt, musst du nix. Das ist immer das ganz Wichtige. Das Müssen muss man nicht. Und Rosendorf hat es geschrieben. Jetzt einfach den Text vom Nightbot lesen, wie man die Rekrutierung im Endeffekt bestehen kann. Aber ich sage immer wieder, alles freiwillig, alles kein Muss und nur, wenn du es über hast. Das ist ganz wichtig. Ansonsten einfach dabei sein, Spaß haben, in den Chat schreiben, wie auch immer. Hightower. Kriegst auch wieder einen Sub des Tages, oder? Kommt gleich, Hightower. Jetzt erstmal Konzentration. Letztes Drittel, wir können das Heimrecht entführen. Komm, schade.
Und wir warten noch auf den ersten Playoffs-Treffer. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Na, abseits, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. 19,5 Minuten, noch 1 Minute 5 Powerplay. Und Pittsburgh führt knapp mit 1:0, aber wir führen. Sehr schön rübergespielt in die freie Position, aber wieder gut aufgepasst von der Carter Hart. Jetzt kommt Barrett, yes! Schön vorbereitet, Hoffman, 2:0 Pittsburgh. Bam! Schön das Auge gehabt von Blattmann. Sieht da, dass Mike Hoffman richtig gut steht. Und dann braucht er nur noch den One-Timer neben zum 2:0. Powerplay-Tor für Pittsburgh. Ja, Mann. Der war schön. Und das ist wirklich verdient. Schöner Spielzug. Und Mike Hoffman, der macht das wirklich allererste Sahne. Ich auch, Kondor. Hat Spaß gemacht, aber ich bin ganz ehrlich, wäre für mich kein Spiel, was ich irgendwie dauerhaft spielen würde. Würde mich nicht so reizen. Und deshalb auch nochmal vielen, vielen Dank an der Square Enix für die zur Verfügungstellung eines Keys für Kingdom Hearts 3. Aber da bin ich halt einfach nicht in der Serie drin. Genau so ist es. Genau so ist es, Blackhawk. Das A und O. Und U und I und Ö. Und überhaupt. Viertelstunde noch. Yes! Und da macht er seinen ersten Playoff-Treffer. Woohoo! Bald Kingdom Hearts 4. Hey, tu mal was ins Phrasenschwein. Sehr geil, Div. Das war richtig geil. Div the Biff Kingdom Hearts 4. Der war richtig nice. Subscription. Rosendorf, vielen Dank für den Support, danke für die Unterstützung und FIFA willkommen bei den Ultimate Profis. Rosendorf, vielen Dank für den Support, danke für die Unterstützung und Yakari, willkommen bei den Eishockey Profis. Dankeschön. Pfosten. Und beinahe noch das zweite Tor und der dritte Punkt. Wir haben 2 Punkte in diesem ersten Playoff-Spiel. Und auch das zeigt wieder einmal mehr, wie wichtig dieser Blattmann für die Pittsburgh Penguins ist. 11 Minuten vor Schluss führt Pittsburgh 3:0. Auch für dich gilt, Blackhawk. Alles kann, nichts muss. Dabei sein ist alles. Gilt auch für dich. Rosendorf hat kurz auf Furys Couch gesessen. Könnte man meinen. Alter, was geht ab hier? Die Playoffs, die laufen uns bislang gut rein. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, liebe Freunde. Und wir halten den Kasten sauber. Oh, schöner Rückhandschuss. Nochmal die Möglichkeit. Da ist Böttger Tor. Yes. Und jetzt wird das richtig geil. Wir kommen zurück, David. Und jetzt wird das richtig geil. Pittsburgh in Fahrt. Und der dritte. Ladi, alles gut? Der dritte? Der dritte Punkt im ersten Playoff-Spiel. Alles gut, Blackhawk. Wirklich alles gut. Alles bestens. Alles hervorragend. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Dass du bei den Streams wieder mit dabei bist. Das ist das Allerwichtigste.
Alter Verwalter, was geht hier ab? Nächste Schussmöglichkeit. Und Crosby wird hier nochmal gut bedient. Sehr schön weitergegeben auf Nate Schmidt. Oh, Scheibe geht raus. Nochmal zurück. Muss jetzt dann eh gleich raus, deshalb können wir das jetzt machen, wenn wir gerade im Angriff sind. Guter Reihenwechsel wird auch belohnt. Ah, 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 geil. Ah, 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 du hast das Zauberwort nicht gesagt. So geil, oder? Das Ding ist auch durch, Jakari. Für dich, Generalarzt Blackhawk, erweist uns die Ehre. Unser Generalarzt. Nee, das ist das Spiel im Moment. Serienstand ist 1:0 für Pittsburgh. Komm schon. Was für eine Partie. Und wer hat gesagt, er will den Shutout sehen? Wer muss einen Kasten Bier bezahlen? Das wird der Shutout für Matt Murray im ersten Playoff-Spiel. 4:0 gewinnt Pittsburgh in Philadelphia. Servus, Kema. Wunderschönen guten Tag. Wir spielen auf Superstar und volle Simulation. Geil. Rosendorf, du bist jetzt aktuell... Stabsbootsmann Rosendorf meldet sich zum Stream. Stabsbootsmann war noch drin. Nach der Beförderung bist du Oberstabsbootsmann. Es macht richtig Bock, dir zuzusehen. Buffalo-Fan! Vielen lieben Dank für den Support. Danke für die Unterstützung. Danke für 4 geile Euro. Dankeschön. Und auch vielen Dank für das geile Feedback. Ein Dienstgrad ist es noch, dann bist du Leutnant Rosendorf. Sau geil. Sau, sau, sau geil. Andi hat's gesagt. Also, erstes Spiel richtig gut. Nachdem wir im letzten Spiel gegen Toronto eine Niederlage hinnehmen mussten, gucken wir mal, wie sieht's aus in den Playoffs. Es sieht aus wie folgt. Also, Minnesota liegt zurück gegen St. Louis. Winnipeg führt gegen San Jose. Die Golden Knights führen bei den Calgary Flames. 1:0 auch für Arizona gegen Edmonton. Die New York Islanders, lieber Hightower, liegen zurück gegen die Carolina Hurricanes. Pittsburgh, wir haben es gesehen, führt gegen Philadelphia. Buffalo mit dem 1:0 gegen Florida und die Washington Capitals als amtierender Stanley Cup-Sieger führen gegen die Tampa Bay Lightning. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst mir ein Like da und sonst echt danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.